So, dann erzähl mal was zu den Kisten. Ja, erstmal guten Morgen hier, ja. Morgen. Wir haben ja hier die E-Kisten. Mhm. 90 Kilometer Reichweite. Ja. 4 Stunden circa so, 5 Stunden ja, ist Power. Ja. Dann, du hast auch die mit dem schönen breiteren Radstand. Ich habe schon mal die schmalen gehabt, die waren nicht so schön. Ist 1,15 Meter, glaube ich. Ja, 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 ja. Wenn du die schmalen nimmst, dann hast du natürlich viel. Hier haben wir mal die Preise. Die Preise ist ja genau. 1,25 für den Buggy. Quad ein Tag 50 Euro. Ja. Dann nehmen wir einen Roller. Ja. Ab 50er, den 125er. Ja. Ein Tag 25 Euro und die E-Bikes sind eine Stunde 10 Euro. Alles okay. Da nochmal mein Chef zur Information. Hallo. Ja. Hallo. Dann gehen wir rüber hier zu den Buggy. Ja. Ja. Die Buggy sind der 550er. Die haben mit Anlage, ja, da hat er gut Power an Musik. Ja. Wie viel PS haben die? Chef, wie viel PS haben die? 28. Ja. PS. Ja. Was ist da drin? So ein 2- oder ein 3-Zylinder oder was haben die da drin? Da ja, werde ich gerade überfragt, aber ich glaube. Mach mal an, vielleicht hören wir das sogar. Aber ich denke, die gehen auch schon ganz gut ab, die Kisten, ne? Wenn du willst, kann ich mal eine Runde fahren. Komm mal rein hier. Ich will nur sehen, dass ich den Wagenschlüssel nicht verliere. Das ist so richtig was, wenn man ins Gelände will, ne? Geiles Teil ist das. Also ist schon interessant. Also wir haben ja gleich eine Safari damit, ja? Ja. Wir fahren mindestens mit 10 Buggys jetzt mehr raus. Ja. So in einer halben Stunde. Ja. Da geht es ein Taurusgebirge mit Reiseführer. Ja. Ja. Und das kann man nicht immer buchen bei uns. Aha. Weil Stefan und Erkan. Okay. Und man kann auch das privat. Ich habe jetzt gleich 10 Personen, die privat mit einem Reiseführer. Ja. Taubensgebirge fahren. Ist auch eine schöne Sache, ne? 10 Uhr bis ca. 17, 18 Uhr. Ja. So, heute fahren 10. Morgen habe ich dann 3 Buggys. Ja. Privat fahren. Ja. Da kannst du zum Beispiel mit teilnehmen. Ja.